Hallo ihr Lieben, hier ist wieder eure Alex und ich melde mich mal mit einem ganz kurzen Video zwischendurch, denn ich habe hier ein Projekt liegen, das kennt ihr bestimmt auch, wo ich nicht ganz so zufrieden bin mit meinen Maschen. Und zwar ist Folgendes, das wird eine Jacke, durchaus für die Winterzeit oder zumindest für den Übergang, und die wird mit Stäbchen gehäkelt. Aber ich habe relativ große Löcher. Die Zwischenräume sind mir eigentlich vom Geschmack her ein bisschen zu groß, gerade eben für so ein Projekt. Da habe ich mir überlegt, wie können wir das anders machen, dass wir trotzdem hier eine Höhe vom Stäbchen haben und dass die Löcher ein bisschen kleiner sind. Und dann habe ich ein bisschen rumprobiert und ich nenne das jetzt einfach mal geschlossene Stäbchen. Ich glaube nicht, dass ich hier das Rad neu erfunden habe, die gibt es bestimmt schon. Ich habe es aber noch nicht irgendwo anders gesehen und ich zeige euch mal, wie ich das meine. Denn dann werden diese Zwischenräume nur noch halb so groß und das kann durchaus eine schöne Alternative sein. Und zwar machen wir jetzt keinen Umschlag, sondern nehmen uns hier diesen Schenkel und stechen da ein und holen uns einmal eine Lasche durch. Und noch in die nächste Masche einstechen und eine Schlinge holen und das abmaschen, wie ihr das vom Stäbchen kennt, durch zwei und durch zwei. Also hier in das eine Beinchen einstechen, eine Schlinge holen und aus der nächsten Masche auch, abmaschen durch zwei und durch zwei. Wir machen mal ein paar zusammen. Und dann kann ich euch auch gleich mal einen direkten Vergleich zeigen. Huch, da habe ich ein Fädchen mitgenommen. So. Und dann sieht man hier, die haben die gleiche Höhe wie die Stäbchen. Und sie haben hier noch so eine kleine Querstrebe, was ich aber durchaus schön finde, das ist mal eine Variante. Und wenn man mal die Löcher miteinander vergleicht, dann sind die nur noch halb so groß. Ne? Das hat durchaus was. Ja, ich mache jetzt mal ein paar Maschen und zeige euch das nochmal, wie das übereinander aussieht. Wenn ihr wendet, dann fehlt euch bei den Wendeluftmaschen natürlich hier dieser kleine Schenkel. Da habe ich jetzt einfach mal hier unten in die untere Luftmasche eingestochen. Es kommt natürlich darauf an, macht ihr zwei oder drei Wendeluftmaschen bei Stäbchen. Aber einfach die untere wählen, daraus einmal den Faden holen und eben aus der nächsten Masche. Und dann geht es eben so weiter. Jetzt habt ihr wieder hier dieses extra Beinchen und könnt so weiter häkeln. Jo, also so sieht das dann aus, wenn das übereinander ist, im Vergleich zu den klassischen Stäbchen. Hier nochmal die geschlossenen. Ich komme euch mal ein bisschen entgegen, dass ihr das seht. Und wie gesagt, ein bisschen andere Optik machen sie. Und ihr seht, wie viel man hier durchgucken kann. Und im Vergleich darunter, wie groß die Löcher sind bei den klassischen Stäbchen. Ich hoffe, das ist eine kleine Anregung für euch und es ergibt eben einfach auch noch mal ein anderes Maschenbild. Vielleicht ist das ja eine schöne Alternative und dann sehen wir uns ganz bald wieder, hoffe ich. Macht's gut, tschüss, eure Alex.